Für die Meditation am Anfang können wir uns wieder entspannt aufrecht hinsetzen. Wie jede Woche schauen, dass der Körper entspannt aufrecht ist. Hände können wir im Schoß oder auf den Oberschenkeln ablegen. Dann kommen wir erstmal bei uns an, egal wie der Tag gerade war, egal was wir erlebt haben. Nehmen wir uns ein paar Momente, einfach in unserem Körper anzukommen und zu fühlen, wo wir sitzen. Wir können dreimal tief ein- und ausatmen. Und mit jedem Mal ausatmen, Sorgen, Gedanken, unverarbeitete Dinge vom Tag hinter uns lassen, loslassen. Hier ankommen. Dann können wir unseren Körper fühlen, wo er gerade sitzt. Fühlen, wo unser Körper den Boden berührt oder den Stuhl. Wir können unseren Körper als Ganzes fühlen und wir können die Schwerkraft fühlen, die auf unser Körpergewicht wirkt. Dann können wir unsere Absicht für heute Abend gestalten innerlich und uns sagen oder denken, möge das, was wir heute Abend üben, was wir hören, worüber wir nachdenken, einmal uns selber helfen für unseren Weg, spirituellen Weg, für unser Leben. Und möge das gleichzeitig auch allen Lebewesen helfen, helfen, frei zu sein von Leid. Möge das allen Lebewesen auch von Nutzen sein. Okay, gut, dann legen wir direkt los. So, also wieder mal ganz kurz nur für diejenigen, die neu dazugekommen sein mögen, geht es in diesem Online-Kurs um die 10 Vollkommenheiten, um Eigenschaften, menschliche Eigenschaften, von denen überliefert wurde. Das sind Eigenschaften, die ein Buddha bis zur Vervollkommnung oder Vollkommenheit gebracht hat oder kultiviert hat über viele, viele Leben hinweg.
Und diese Eigenschaften sind aber später auch gelehrt oder anderen, also in den buddhistischen Traditionen gelehrt und beigebracht worden, als Eigenschaften, die jedem spirituellen Suchenden oder spirituellen Praktizierenden oder Buddhisten oder auch einfach jedem Menschen, der ein Herz hat und sein Leben ein bisschen harmonischer oder heilsamer gestalten mag, da helfen diese Eigenschaften sehr. Aber sie sind vor allen Dingen wie Grundvoraussetzung für jeden spirituellen Weg. Und heute sind wir mit der Vollkommenheit der Entschlusskraft, da sind wir jetzt angelangt bei den 10. Die anderen vorherigen Eigenschaften gibt es in dieser YouTube-Playlist und in unserem E-Mail-Verteiler, wo man immer wieder die schriftliche Ausarbeitung bekommt, zugeschickt. Da habt ihr das dann und könnt das nochmal nachlesen, was in den vorherigen Wochen drangekommen ist. Bevor wir dann heute anfangen, kann ich noch sagen, diese Vorträge basieren ja auf einer Vortragsreihe von Vico Bodhi und der hat für die Entschlusskraft, also für diese Vollkommenheit, die man auf Pali Aditana nennt, für die Entschlusskraft hat er mehrere Vorträge verwendet, weil das eine sehr bedeutende Vollkommenheit oder wichtige Eigenschaft ist im Buddhismus. Deswegen wird der Kurs dann voraussichtlich so 2 oder vielleicht sogar 3 Montage länger dauern. Das heißt, wir werden dann diese Woche, nächste Woche auf jeden Fall und vielleicht sogar die darauffolgende Woche uns immer noch mit dem Thema Entschlusskraft beschäftigen. Das zeigt dann, wie wichtig das ist. Braucht man ein bisschen mehr Zeit für. Okay, dann der Inhalt heute ist am Anfang wieder die Aspiration, wo man die Essenz der Vollkommenheit, der Entschlusskraft gezeigt bekommt. Dann ein paar grundlegende Aspekte. Wir befassen uns mit dem Willen oder mit der Entschlusskraft in Form von Wille und wie unser Wille Einfluss auf unseren Geist nehmen kann und wie man ihn als Werkzeug auf unserem Weg benutzen kann. Dann, wie jede Woche, gibt es Hindernisse, von denen können wir nicht genug kriegen. Die gibt es genug, wie Sand am Meer. Und deswegen muss sich auch jede von den 10 Vollkommenheiten immer mit den Hindernissen auseinandersetzen. Und mit allen 10 kriegt man das dann gut auf die Reihe. Und da geht es dann besonders um Beharrlichkeit und schauen, wie man mit Selbstdisziplin Hindernisse überwinden kann. Dann gibt es ein paar Sinnbilder oder Beispiele, wo wir uns mal verdeutlichen können, worum es geht bei Entschlossenheit oder Willenskraft. Und dann nochmal ein bisschen, wir waren vorher schon bei Hindernissen, aber dann Faulheit, Angst und Zweifel sind wie so die Haupthindernisse, die oft genannt werden. Und denen widmen wir uns noch kurz. Und dann hat Vico Bodhi noch darauf Wert gelegt, dass man schaut, regelmäßige Übung ist wie das A und O auf diesem Weg. Meistens auch viel, viel wichtiger als Menge. Also wichtiger ist, regelmäßig und gute Qualität zu haben, was die tägliche oder regelmäßige Übung angeht, anstatt irgendwie ganz, ganz viel auf einmal zu praktizieren, aber dafür unregelmäßig oder vielleicht sogar schlechter Qualität. Genau. Dann als erstes können wir uns die Aspiration anhören. Die ist diese Woche folgendermaßen: Möge ich unwiderruflich und unerschütterlich in meiner Entschlossenheit sein, dem Weg des Buddhas, das heißt dem Weg der Befreiung, zu folgen. Leben für Leben, ohne mich jemals von Faulheit, Angst oder Zweifel von diesem Weg abbringen zu lassen, bis ich das Ziel der Befreiung verwirklicht habe. Und bei den grundlegenden Aspekten, also ich glaube, jetzt so langsam habe ich bestimmt 3 oder 4 Mal schon gesagt, so wie Vico Bodhi auch, diese Vollkommenheit ist so mit die wichtigste von den 10 Vollkommenheiten. Das kann man wahrscheinlich dann immer bei jeder sagen. Aber auch diese Woche sagen wir eben mal jetzt, Entschlusskraft ist die wichtigste Qualität von diesen 10. Und auch hier ist es wieder so, dass diese Qualität eben sich auf alle anderen 9 Vollkommenheiten auswirkt und wie die Grundlage dafür bildet, dass die anderen überhaupt bis zur Vollkommenheit ausgebildet werden können. Und Entschlusskraft stärkt und unterstützt und kräftigt alle anderen Vollkommenheiten und schiebt sie wie an. Das ist wie ein Antrieb, wie der Motor, Ausdauer, Energie und Rückhalt für die Übung von allen anderen Vollkommenheiten. Dann kann man grob sagen, auf dem buddhistischen Weg oder auf dem Weg von Befreiung geht es immer um 2 Themen. Einmal um Selbsttransformation und Selbsttranszendenz. Und das habe ich so. Bei der Selbsttransformation, da geht es darum, dass wir, wenn wir uns unseren Geist, unseren gewöhnlichen Geist anschauen,
sehen wir, dass der natürlich nicht nur heilsame Aspekte, sondern auch vielleicht destruktive Gewohnheiten in sich trägt. Vielleicht, dass unser Geist manchmal ganz dunkel oder unklar oder trübe ist. Und vielleicht, ja, dass wir uns selber oder andere Menschen Leid zufügen oder Gewohnheiten in uns tragen, die uns und anderen Schwierigkeiten bereiten. Und wir wollen versuchen, uns quasi von diesem dunklen oder unklaren oder trüben Geist wegzubewegen in Richtung klarer Geist oder lichtvoller Geist oder weiser Geist. Und das ist so der Aspekt, wo wir sagen, wir wollen da was transformieren. Dann, wenn man dann von Selbsttranszendenz spricht, das ist dann quasi der Weg, durch den wir die Selbsttransformation umsetzen. Und man übt sich darin, die Einschränkungen oder die Limits unseres Geistes zu überwinden oder zu transzendieren. Und man übt sich, dass wir also den begrenzten Geist oder unsere destruktiven Gewohnheiten darüber hinausgehen möchte. Dass man Einsicht und Weisheit vertieft, erweitert, kultiviert. Und letztendlich möchte man einfach alle bestehenden Grenzen oder Einschränkungen oder Unklarheiten des Geistes vollständig überwinden, darüber hinausgehen, transzendieren. Und das ist dann eben das Mittel zum Zweck, um die ultimative, letztendliche Realität oder Natur des Geistes zu realisieren. Und dann bei diesem Thema von Selbsttransformation und Selbsttranszendenz steht Eigenverantwortung sehr im Mittelpunkt, weil der Buddha hat immer nur den Weg gezeigt und hat gesagt, oder hat ja den Finger in eine Richtung gezeigt und da geht's lang. Aber den Weg gehen, das muss jeder für sich sich mit den Hindernissen auseinandersetzen, das muss jeder für sich. Der Buddha ist kein Retter, der hat zwar das entsprechende Mitgefühl, aber selbst der Buddha kann uns nicht wie aus unserem Sumpf unseres Geistes rausziehen, abschütteln und dann zack ist man erleuchtet. Der kann nur zeigen, wie man das selber kultivieren oder verwirklichen kann. Aber die Arbeit oder die Verantwortung bleibt bei uns. Trotzdem aber hat dann der Buddha davon gesprochen, dass der Geist mit wie das Kraftvollste ist, was man auf der Welt finden kann. Und wir selber wissen ja, also es gibt ja viele Sachen, die Menschen schon fertiggebracht haben. Wir haben oder manche Leute sagen vielleicht auch, ja, Atomkraft ist wie das Stärkste oder das Größte, Großartigste, was so Menschen entwickeln konnten. Aber trotzdem ist der Geist in seiner Kraft immer noch, geht immer noch über alles hinaus oder ist einflussreicher und vor allen Dingen auch weitreichender, die Kraft des Geistes. Und natürlich sieht man einfach, dass selbst Atomkraft oder alle Sachen, die man sich vorstellt, sind eben, entstehen aus dem Geist eines Menschen oder wurden von Menschen erdacht. Und aus buddhistischer Sicht geht es sogar noch darüber hinaus, dass man nicht nur sagt, das, was jetzt die Menschen entwickelt haben, kommt aus dem Geist, sondern selbst die verschiedenen Lebensbereiche, wie der menschliche Wiedergeburtsbereich, da wo wir als Menschen geboren werden, dass es Menschen gibt, dass es sowas wie Tiere gibt, dass es sowas gibt wie himmlische Wesen und so weiter. Diese verschiedenen Wiedergeburtsbereiche, sagt man, sind auch geistgemacht in dem Sinne, dass die Tendenz oder die Gewohnheit unseres Geistes fordert quasi bestimmte Wiedergeburtsbereiche. Wenn man die Tendenz hat, oder gewohnheitstechnisch eher in einem Tierbereich wiedergeboren zu werden, dann wird das auch so entstehen. Dann gibt es einen Bereich, wo Tiere leben. Das wird gefordert durch die Wiedergeburtstendenzen oder die karmischen Tendenzen oder Konsequenzen von den Lebewesen selbst und die alle wieder kommen oder haben ihren Ursprung auch wieder im Geist. Das heißt, man kann tatsächlich sagen, dass der Geist die Welt erschaffen hat oder die Welt erschafft. Und dann natürlich, wenn man sich jetzt anschaut, Menschen haben zwar viele komplexe Sachen erschaffen oder erdacht, wir haben Brücken gebaut und Wolkenkratzer und sehr komplizierte technische Geräte. Und wir haben dann den Weltraum bereist und den Mond. Und jetzt mittlerweile können wir uns mit Smartphones innerhalb von Sekunden auf der ganzen Welt erreichen und unterhalten und riesige Datenmengen hin und her schicken. Das ist alles unglaublich komplex. Und man kann Atome und sogar kleinere Aspekte als Atome untersuchen. Also extrem komplexe, fast unvorstellbare Dinge haben die Menschen schon herausgefunden. Aber all das kam wieder aus dem Geist. Alles hat den Ursprung im Geist. Und gleichzeitig neben diesen vielleicht atemberaubenden Dingen hat der Geist aber auch extrem zerstörerisches Potenzial.
Und ich weiß nicht, ob ich das hier in der Folie habe. Mal kurz schauen. Ne, kommt noch. Genau, also genauso atemberaubend kann auch die zerstörerische Kraft unseres Geistes oder des menschlichen Geistes sein, wenn man daran denkt, wie kreativ der Mensch auch sein kann, wenn es ums Töten, um das Zerstören geht, Umweltverschmutzung, Verblendung, Krieg und so weiter und so fort. Der Geist kann also beides hinkriegen, einmal das unvorstellbar Positive oder Kreative auf die einen Seite und dann auch das Leidvolle. Dann hat der Buddha aber auch stets gelehrt, dass eben jedes Wesen das Potenzial von Befreiung in sich trägt. Das heißt, wir alle haben die Möglichkeit, unseren Geist zu kultivieren und diesen Weg der Befreiung bis zur letztendlichen Befreiung von Leid oder Leidenskreisläufen hin zu schaffen. Aber der Ausgangspunkt von all diesen Zielen, die man sich setzt, ist immer unser gewöhnlicher Geist, so wie wir gerade sind. Keiner beginnt so einen Weg als Heiliger, als weiser Heiliger. Keiner, ja, das ist unmöglich. Alles muss sich entwickeln oder entfalten. Und genauso wie eben unser Geist mal von heilsamen Qualitäten, mal von unheilsamen Qualitäten, mal von dunklen, mal von lichtvollen Qualitäten durchdrungen ist oder mal das eine, mal das andere überwiegt. Auch manchmal sehen wir uns selber oder andere vielleicht mit verfärbter Wahrnehmung, sehen die Sachen nicht so, wie sie wirklich sind, sondern eher aus unseren eigenen Limitierungen heraus. Manchmal sind wir sehr verhaftet in Ich und Du und dann geht es um Abgrenzung und Abneigung und Verteidigung und Kampf. Und das ist also immer so ein ziemliches Hin und Her in uns zwischen Licht und Dunkel. Und jetzt probiert man, wenn wir uns auf den buddhistischen Weg begeben, eben da auf einen Weg, wo wir probieren, der Dunkelheit des Geistes oder der Unklarheit des Geistes oder der Destruktivität oder Negativität des Geistes den Rücken zuzukehren und quasi den Geist davon zu befreien. Und da ist dann eben der Entschluss oder überhaupt der Entschluss, sich auf so einen Weg zu begeben, das ist das, was die Vollkommenheit der Entschlusskraft ausmacht. Und der Wille, von dem wir hier sprechen, der wird auf Pali genannt Chetana. Das ist Wille oder Willenskraft oder Willensentscheidung. Und der gesamte Weg der Befreiung oder egal alle unsere Transformationen unseres Geistes, die wir üben müssen auf diesem Weg, sind nur oder werden erst möglich durch unseren Willen. Chetana ist also eine Eigenschaft oder Wille ist eine Eigenschaft, die alle unsere Geisteskapazitäten beeinflusst und durchdringt. Und üblicherweise, wenn man das also nicht bewusst sich anschaut, folgt oder dient Chetana oder dient unser Wille quasi ausschließlich unseren bewusst oder unbewussten selbstsüchtigen Wünschen, Sehnsüchten und Verlangen. Und dann ist es quasi eher wie ein Werkzeug unserer Gier, um Verlangen zu befriedigen. So kann man das dann betrachten. Und so ein Wille ist dann immer hin und her gerissen zwischen verschiedenen Sehnsüchten, Bedürfnissen, Launen unseres Egos oder wie so Spielball unserer Emotionen. Manchmal ist dann unser Wille auch sehr fokussiert, allerdings vielleicht auch eher dann gewöhnlicherweise wieder fokussiert auf etwas, was man unbedingt selber für sich haben will, was eher so ein Wunsch oder wieder was Selbstsüchtiges für sich ist. Aber man kann Willenskraft oder den Willen eben auch formen und ausrichten. Und das ist das, worum es bei der Übung von Entschlusskraft dann letztendlich geht. Wenn wir also es schaffen, unseren Willen Richtung Weisheit und Mitgefühl auszurichten, dann kann das die gesamte Lebensqualität von unserem Charakter, unserem Umfeld, das kann alles positiv und nachhaltig beeinflussen, wenn wir den Willen, der unser Antrieb ist, auf heilsame Objekte des Geistes oder heilsame Übungswege ausrichten. Und da hat Bhikkhu Bodhi sich das mal so zurechtgelegt, dass man, wenn man sich den Geist jetzt als aus drei Teilen bestehend vorstellt, wir haben einmal sowas wie unseren kognitiven Aspekt, wo wir also Denken, Wissen und Verständnis haben. Und dann haben wir sowas wie unseren emotionalen Aspekt des Geistes, wo wir fühlen, Emotionen und Gefühle fühlen. Dann haben wir unseren willentlichen Aspekt, wo also der Entschlusskraft und der Wille seinen Wohnsitz hat. Und wenn wir jetzt unseren Willen geschickt ausrichten und anwenden, dann können wir zum Beispiel mit unserem Willen unseren kognitiven Aspekt
in unserem Leben oder in unserem Geist beeinflussen, positiv beeinflussen. Und normalerweise ist das, ist unser kognitiver Aspekt vielleicht eher mit Unklarheit oder Verblendung aus buddhistischer Perspektive mit Verblendung belegt. Vielleicht gibt es viele Missverständnisse oder man projiziert viel eigene Anteile auf andere Personen oder Situationen. Aber durch unseren Willen können wir probieren, unseren kognitiven Aspekt des Geistes zu transformieren und von Unklarheit oder falschen Sichtweisen oder destruktiven Denkweisen auch sich selber gegenüber oder anderen gegenüber zu befreien. Und das kann dann dazu führen, dass unser kognitiver Aspekt mehr mit Einsicht und der Entfaltung von Weisheit erfüllt wird. Wenn wir unseren Willen dann aber anwenden auf den emotionalen Aspekt, wenn wir uns den emotionalen Aspekt unseres Geistes anschauen, da pendeln wir auch viel hin und her zwischen vielleicht Liebe und Hass, Zuneigung, Abneigung, Anhaftung, Ablehnen. Das geht viel hin und her. Auch da wieder dieses Licht und Dunkle, so das Heilsame, das Unheilsame. Und wenn wir hier auch wieder mit Willenskraft uns bewusst dazu entscheiden, unseren Geist heilsam auszurichten, dann kann dieser emotionale Aspekt transformiert werden oder besonders erfüllt werden von liebende Güte und Mitgefühl für sich selber und für andere. Und auch unseren eigentlichen willentlichen Aspekt selbst kann der Wille mit beeinflussen, wenn man sich eben überlegt, wofür möchte ich meinen Willen oder meine Entschlusskraft einsetzen in meinem Leben? Das ist ja mein Leben, meine Entscheidung, jeder Tag, jeder Moment. Auf was richte ich meine Willenskraft? Richtet man sich das, also hat man überhaupt Bewusstheit dabei oder lässt man das alles so laufen, den eigenen Tendenzen nach? Oder hat man tatsächlich ein Ziel, was man sich setzt oder eine grobe Ausrichtung, wie so ein Kompass, wo man sagt, solange alles in Richtung heilsame Willenskraft geht oder zu meinem Wohl und zum Wohle aller Lebewesen oder anderer Lebewesen, dann ist erstmal alles in Ordnung. Weil dann läuft eben auch unsere Kraft und damit auch unsere Ergebnisse in diese Richtung, was unsere Absicht ist. Und viele Menschen sind sich vielleicht des Potenzials des eigenen Willens gar nicht bewusst oder also nicht bewusst in dem Sinne, dass man das wirklich trainieren kann. Manche sagen vielleicht, das ist mein Schicksal, so wie mein Charakter ist oder die Bedingungen um mich herum, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und ja, ein Stück weit hat man vielleicht auch keinen Einfluss, aber mindestens hat man Einfluss auf seinen eigenen Willen und wie man sich den Sachen oder den Situationen oder dem eigenen Erleben zuwendet und wie man damit umgeht. Ja, und dann, wenn man jetzt sich gar nicht bewusst darüber ist und einfach nur allen Dingen so seinen Lauf lässt, dann ist man halt Diener. Dann ist quasi unser Wille eher so der Diener unserer karmischen Tendenzen, unseres Karmas, unseres Egos. Und dann verpasst man eine große Chance, den Willen dann wie als Werkzeug zu benutzen. Und im Buddhismus probiert man nun, also den Willen bewusst als Werkzeug zu benutzen, für die Kultivierung von Weisheit, Mitgefühl oder Befreiung oder Meditation und so weiter. All diese heilsamen Aspekte. Und hier hatten wir schon mal beim Thema Geduld, meine ich, hatten wir schon mal kurz angesprochen, dass Yoga, das Wort ursprünglich von Yui, Anspannen und Anschirren abstammt. Und im Buddhismus wird dann das Wort Yoga auch oft verwendet, aber eher in Bezug auf Geistesschulung. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn wir unseren Willen uns vorstellen wie so ein kräftiges Pferd und unser Geist ist unser Wagen, mit dem wir fahren wollen, in Richtung Erleuchtung oder Befreiung, dann, wenn wir unseren Willen also wie als Pferd anspannen können, dann reisen wir dorthin, wo unser Wille hin möchte oder wo wir ihn hinlenken, so muss man sagen. Und da kommt dann dieser Aspekt von Selbstbestimmung mit auf. Das heißt, niemand ist dafür verantwortlich, wohin unsere Reise geht oder wie weit wir uns engagieren für diesen Weg, sondern das hängt alles einzig und allein von unserer eigenen Entschlusskraft ab. Genau. Und dann, wenn man sich das dann so anschaut, gibt es quasi zwei Hauptaufgaben unserer Entschlusskraft. Als allererstes ist Entschlusskraft dafür verantwortlich, dass man sich überhaupt dazu entscheidet, sich vielleicht mit so einem Weg auseinanderzusetzen, wie Dharma, Befreiung, Meditation, dass man sich überhaupt mit dem Buddhismus auseinandersetzen möchte oder egal was im Grunde im Leben.
Entschlusskraft ist erstmal am Anfang eine Entscheidung, sich einer bestimmten Sache zu widmen. Und sobald man sich auf irgendeinen Weg begibt, jetzt hier in dem Fall also der Weg von Dharma oder der buddhistische Weg, dann hängt natürlich die Entfaltung von diesem Weg oder das Voranschreiten, der Fortschritt von dem Weg, der hängt ebenfalls von der Willens- oder Entschlusskraft ab. Weil man kann, oder wir haben bestimmt alle, wenn man an die Neujahrsvorsätze denkt, da hat man auch immer erstmal eine sehr große Entschlusskraft, vielleicht auch entsprechend, je nachdem wie viel Sekt man getrunken hat, desto größer werden die Ziele vielleicht. Und dann hat man zumindest die Entschlusskraft für die Entscheidung, ja, nächstes Jahr mache ich das und das nicht mehr oder das andere mehr. Aber ob man dann auch am Ball bleibt, das hängt ebenfalls mit der Entschlusskraft zusammen. Das heißt, das ist die zweite Aufgabe von Entschlusskraft. Einmal den Weg zu beginnen und dann auch am Ball zu bleiben und ihn zu erhalten, beharrlich zu bleiben und nicht auf halber Strecke aufzugeben. Und da gibt es ein Zitat vom Buddha selbst aus dem Anguttara Nikaya, wo der Buddha seinen Mönchen und Nonnen einmal gesagt hat, Mönche, Nonnen, ich habe zwei Eigenschaften aus eigener Erfahrung heraus kennengelernt oder schätzen gelernt. Zwei Eigenschaften. Die eine ist, und das ist ganz interessant, weil der Buddha normalerweise immer von Zufriedenheit spricht, dass man eher mit den Dingen zufrieden sein soll, wie sie sind. Aber er hat schätzen gelernt, dass er niemals zufrieden sein wollte mit noch nicht vollkommen kultivierten, heilsamen Eigenschaften des Geistes. Weil, wenn man sich wieder klar macht, der Buddha hat das Ziel sich von vollkommener Erleuchtung oder Buddhaschaft gesetzt. Und dann, wenn man auf so einen Weg geht und sagt, ich möchte diesen Weg bis in sein vollkommenes Ziel gehen, dann bricht man das nicht auf halber Strecke ab und sagt, ja, ist aber gut genug oder ich bin schon ziemlich mitfühlend oder ziemlich weise, aber wirklich den Durchbruch zur vollkommenen Befreiung von diesen Leidenskreisläufen, die habe ich noch nicht geschafft, aber es ist ja vielleicht schon gut genug. Da hat der Buddha also gesagt, er hat wirklich schätzen gelernt oder kennengelernt, nicht zufrieden zu sein mit so halben Ergebnissen oder nicht vollkommen kultivierten heilsamen Eigenschaften des Geistes. Und das Zweite, wo er auch gesagt hat, was ihm unglaublich wichtig war auf seinem Weg, ist, mich niemals in meinen Bemühungen oder Bestrebungen auf dem Weg der Befreiung entmutigen zu lassen. Und das sind im Grunde diese zwei Aspekte. Wenn man diesen Weg betritt, das ist die erste Sache, erste Aufgabe von der Schlusskraft. Und die zweite, dass man das dann auch durchzieht, bis man das Ziel erreicht hat, was man sich gesetzt hat. Und damit ist dann also Entschlusskraft auch ganz eng verknüpft mit, hier haben wir das nochmal, das Anstoßen und Initiieren des Weges und dann Ausdauer und Beständigkeit. Das hängt also auch ganz stark mit Entschlusskraft zusammen. Allerdings auch mit der Qualität oder mit den Qualitäten von Geduld und Energie oder Tatkraft. Also die drei sind wie so ein, kann man sich vielleicht vorstellen, wie so ein Tisch, der drei Beine hat. Wenn eins davon wegfällt, dann kippt der Tisch um. Also man braucht die drei zusammen. Dann hat Bhikkhu Bodhi noch erklärt, also wenn man kann sich das an zwei Beispielen ganz gut verdeutlichen, wieso das wichtig ist. Einmal, wenn man sich das Thema Meditation nimmt, fangen wir ja alle an mit einer kleinen Zeit, vielleicht 5 Minuten Meditation oder 10 Minuten. Das reicht am Anfang vollkommen aus. Und man kann da auch eine ganze Weile bleiben, weil es eben mehr um die Qualität als um die Menge oder Länge geht. Und das steigert man dann natürlich trotzdem, aber man sollte nicht zu schnell steigern. Das heißt, niemand fängt an mit 3 Stunden Meditation, obwohl vielleicht manche von euch oder wir auch hier schon Meditierende getroffen haben, die wirklich derart erfahren sind und wissen, wie sie mit ihrem Geist in der Meditation umgehen müssen, dass sie stundenlang sitzen können. Und das macht ihnen körperlich und geistig keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, die genießen das richtig. Aber auch die haben das natürlich geübt. Die haben auch irgendwann mit 5 Minuten angefangen. Ich glaube, es gibt niemanden, der direkt mit 1 Stunde anfängt und dann geht das von alleine. Es sei denn, es ist wieder irgendwer, der im vorherigen Leben schon ganz viel angefangen hat. Aber trotzdem, alles baut auf vorherigen Erfahrungen auf und jeder fängt klein an. Und dann aber ist dann hier bei Meditation auch Entschlusskraft vonnöten, wenn man sagt, wir wollen das dann langsam steigern. Und dann kann man sich vornehmen, vielleicht von 10 Minuten auf 15 Minuten zu steigern. Dann von 15 auf 20 und dann vielleicht auf 30. Und wenn man vielleicht dann irgendwann bei 30 Minuten angefangen ist, dass man entspannt
sitzen kann. Natürlich zwickt und zwackt das immer wieder mal, das gehört ja auch mit dazu. Aber wenn man sich da gesund hinsteigert, dass man auch diese Zeit nutzen kann und nicht nur aushält oder sich da foltert, dann kann dieses erste Mal 30 Minuten erreicht zu haben, wie so ein kleiner Durchbruch sein, dass man merkt, das funktioniert und das ist tatsächlich was, was man trainieren kann. Und da ist eben dann für die Kultivierung unseres Geistes dann Energie, Geduld und Entschlusskraft von großer Bedeutung. Und auch dann kann man das natürlich noch weiter steigern und sagen, dann gehen wir als nächstes auf die 40 Minuten zu oder auf die Stunde. Aber wie gesagt, da muss sich jeder Zeit lassen, so wie man es braucht. Und da gibt es auch keinen Wettbewerb, wie schnell man irgendwie bei einer Stunde angekommen sein muss und so weiter und so fort. Das wäre dann wieder nur die weltlichen, gierigen Verhaltensmuster angewendet auf den spirituellen Weg. Dann ist das gehuppt wie geduppt im Grunde. Das Gleiche in grün, kann man sagen. Genau. Und dann gerade beim Thema Meditation übt man eben dann auch, wenn man sich das jetzt klar macht, dass es Zeit braucht, dass man am Ball bleiben muss, aber eben auch nicht zu lasch sein muss. Man muss sich auch ein bisschen energetisch damit auseinandersetzen. Da hat man also diese drei wieder mit Geduld, also mit Energie, Geduld und Entschlusskraft immer beieinander, wenn man Meditation übt. Und ein zweites Beispiel ist natürlich dann der Buddha selbst, wenn man die, also viele Menschen kennen die Geschichte von Siddhartha Gautama, also der historische Buddha, der später nach seiner Erleuchtung Buddha genannt wurde. Und viele haben auch schon einfach anhand dieser Lebensgeschichte des Buddhas von Siddhartha Gautama, da sieht man schon, dass der Siddhartha Gautama sich sehr stark angestrengt hat und sehr ausdauernd und beharrlich geübt hat mit viel Entschlossenheit. Und auch er hat dann verschiedene Lehrer getroffen und war auch da nicht mit halben oder unvollkommenen Ergebnissen zufrieden oder zufriedenzustellen. Aber wenige kennen dann eben die Geschichte, die wir beim Vortrag zum Thema der Einführung in diesem Kurs, also der allererste Vortrag, da wurde, hat jemand ein Mikro angehabt? Also bei der Einführung in diesen Kurs, da haben wir die Hintergrundgeschichte vorgestellt, wie denn der Buddha Shakyamuni, der also in diesem Leben, also vor 2500 Jahren lebend, Siddhartha Gautama hieß, wie wurde der denn eigentlich zu diesem Buddha? Und da gibt es diese Geschichte oder Überlieferung, dass er viele, viele, viele Millionen von Leben vorher, Leben für Leben, gute Eigenschaften kultiviert hat. Und da ist also dann der Buddha ein gutes Beispiel für diese Entschlusskraft. Einmal den Entschluss gesetzt vor vielen, vielen Äonen oder Weltzeitaltern, hat er dann alles geübt und alles kultiviert, egal wie lange das braucht, ohne sich jetzt zu hetzen oder also ohne Eile, sondern geduldig und kontinuierlich und beständig. Und das kann dann auch ein gutes Beispiel für uns selber sein. So wie der Buddha nicht davor zu, oder damals, also bevor er der Buddha wurde, der Bodhisattva, bevor, also er hat nicht zurückgeschreckt vor der Tatsache, dass das unvorstellbare Zeiträume sind, die er noch vor sich hat zum Üben. Und auch wir sollten dann also nicht davor zurückschrecken, wenn man denkt, das dauert, braucht vielleicht eine Weile. Aber es ist möglich, aber es braucht auch Geduld. Das heißt, wir können das Gras nicht zum Wachsen bringen, wenn wir dran ziehen. Genau. So, dann zu unserem allseits beliebten Thema der Hindernisse. Wie auch schon beim Thema Geduld, weil, wie gesagt, die hängen ja alle gut zusammen, ist auch bei der Entschlusskraft wieder klar, wenn man einen starken Willen hat, dann können auch Hindernisse eher gesehen werden als Trittsteine auf unserem Weg, anstatt Stolpersteine, wo man sich darüber beschwert, sagt man, okay, wie kann ich diese Situation geschickt ausnutzen, dass ich einerseits mich nicht vom Weg abbringen lasse, sondern sogar schaue, wie kann mir das helfen, weitere gute Qualitäten zu entwickeln, wie zum Beispiel Geduld oder eben Tatkraft oder Entschlusskraft. Und Bhikkhu Bodhis Lehrer pflegte wohl immer zu sagen, dass wenn es keine Hindernisse gibt, dann gibt es auch keinen Fortschritt. Also die gehören schon mit zum Weg dazu. Entschlusskraft kann man sich auch vorstellen, hilft uns, wenn man sie direkt anwendet beim Umgang mit zum Beispiel Schwäche oder Hilflosigkeit. Wenn man sich schwach oder hilflos fühlt, kann man bewusst Entschlusskraft oder den Willen in sich aufrühren oder aufwecken, um wie Quelle von oder Reserven von Kraft oder Motivation zu aktivieren. Wenn man sich mutlos fühlt, kann man durch Willenskraft oder die Reflexion über die Entschlusskraft schauen, dass man wieder Mut und Zuversicht
tankt oder weckt im eigenen Geist. Das ist aber was Aktives, das passiert nicht von alleine. Genauso wie wenn man Trägheit hat, also schlapp im Geist oder dumpf im Geist, dann kann man durch Willenskraft Energie und Tatkraft wieder aktivieren. Und da gehört dann eben auch ein gewisses Maß an Selbstdisziplin dazu, auch wieder hier die Eigenverantwortung. Das ist also, man kann nicht Entschlusskraft aufs Geratewohl oder auf gut Glück anwenden und schauen, ob es klappt oder nicht. Das ist kein Selbstläufer. Nichts ist wirklich ein Selbstläufer, sondern das ist ein aktives, geistiges Bemühen oder ja, eine geistige Aktivität, die wir aufbringen, um uns mit den Hindernissen im Geist auseinanderzusetzen. Wenn wir das, genau, und das hat dann wieder mit Kontinuität und Beharrlichkeit zu tun. Nur durch das wiederholte Bemühen kann man dann auch neue Gewohnheiten verfestigen oder neue Tugenden verfestigen. Wenn man Sachen nur ein paar Mal macht, dann hat man auch nur die Kraft von ein paar Übungen. Wie wenn man dreimal ins Fitnessstudio geht und eine halbe Stunde übt jeweils, dann hat man auch nur das kultiviert. Wenn man das aber über ein Jahr macht, regelmäßig, dann erst hat man vielleicht die gewisse Ausdauer und auch die Kraft, die dahinter steckt oder die Stärke. Auch im Geist, wie geistige Muskeln oder Muckis. Und die Sinnbilder, die dann Vico Bodhi verwendet hat, sind auch sehr schön, um sich das nochmal zu verdeutlichen. Wenn wir uns so Entdecker oder Forscher vorstellen, die einen neuen Kontinent bereisen, dann ist es ja ein ganz neues Terrain, unbekanntes Gelände. Man weiß nicht, was da auf einen wartet. Können wir vielleicht an die Arktis denken oder so. Oder einfach generell einen neuen Planeten, neuer Kontinent. Und wenn wir jetzt das vergleichen mit dem Weg der Befreiung, der ist für uns auch ein Stück weit wie so unbekanntes Terrain. Da geht es um Übungen oder um eine Art Praxisweg, den wir vielleicht noch nicht so gut kennen. Aber wir haben den Eindruck, da wartet viel auf uns, was uns helfen kann. Aber trotzdem ist das wie so ein bisschen, man kommt aus seiner eigenen Komfortzone raus. Und dann sind aber wie bei den Forschern Hindernisse Teil des Weges. Natürlich, wenn der Forscher oder die Entdecker bei so einer neuen Küste ankommen, dann geht alles Schritt für Schritt und sehr langsam, wieder auf lange Zeiträume geplant. Man macht erstmal ein Basislager, wo man wieder zu Kräften kommt, wenn man vielleicht mit dem Schiff unterwegs war. Und dann geht man Tag für Tag und untersucht erstmal die umliegenden Gebiete, schaut, was es da für Pflanzen, Tiere und so weiter gibt oder andere Menschen. Da denken wir jetzt besser nicht an die Entdecker und Forscher, so diese aus der Kolonialzeit, die da ziemlich viel Leid produziert haben, aber das Sinnbild allgemein soll eben helfen, sich klarzumachen. Wenn wir jetzt in unserem Geist neues Terrain erkunden möchten, dann macht man das auch ein Stück weit und dann stabilisiert man das alles erstmal. Dann bleibt man vielleicht erstmal auf einer gewissen Stufe und schaut, dass man die meistert oder dass man damit wirklich sich in- und auswendig auskennt. Und da so dieses Bild von einem Basislager, man muss immer wissen, wo kommt man her, wo ist man jetzt, was steht dann einem als nächstes bevor. Und dann kann man langsam, wenn man sich wieder erholt hat von den Anstrengungen, kommt der nächste Vorstoß und es geht ein bisschen weiter und Stück für Stück, Tag für Tag oder bei den Buddhisten dann vielleicht Leben für Leben, kultiviert man dann und nimmt irgendwann den ganzen Kontinent ein oder hat den kartografiert oder ja genau, kennt sich darin aus. Und die Hindernisse, die sich dann uns stellen, also bei den Forschern sind es dann vielleicht, bei den Forschern sind das vielleicht Hindernisse dann eben, wie gesagt, dann die Tiere oder fremdes Klima oder das Material geht kaputt und so weiter. Bei uns auf dem Weg vom Dharma oder Befreiung sind das dann einfach alle Formen von Hindernissen, die man sich halt vorstellen kann, die ja Teil unseres Lebens sind. Seien das dann persönliche Schwierigkeiten im Berufsleben oder in der Familie oder zwischenmenschlicher Natur, materielle Natur, physischer Natur, gesundheitliche Schwierigkeiten. Es kann ja alles Mögliche passieren. Man kann krank werden oder man verliert den Job. Und Hindernisse werden uns begegnen. Das müssen nicht immer irgendwelche emotionalen oder inneren Hindernisse sein. Alles Mögliche kann ein Hindernis sein, was uns von unserer Übung oder von diesem Weg abbringen könnte, dass man dann vielleicht den Mut oder die Kraft verliert.
Manche Hindernisse sind vielleicht einmalig und ganz intensiv, wie eine große Krankheit. Andere sind vielleicht regelmäßig und weniger tragisch, aber dafür nagen sie umso mehr an unserer Geduld oder an unserem Geist. Wie Verspannungen oder so regelmäßige kleine Streitereien, die man immer wieder hat mit bestimmten oder gleichen Personen. Oder dann gibt es das Hindernis, dass man enttäuscht ist, wenn man sich was vorgestellt hat, auch in Bezug auf Meditation oder den Weg vielleicht, dass man sich das alles leichter vorgestellt hat. Oder dass man sich vorstellt, man kommt viel schneller an ein bestimmtes Ziel. Und dann dauert das. Und dann vielleicht auch mit einem der schwierigsten Hindernisse ist vielleicht dann einfach, wenn man entweder mit der Wildheit des eigenen Geistes oder mit der Trägheit des eigenen oder Faulheit des eigenen Geistes zu tun hat. Das ist manchmal das Schlichteste, aber das kann einem am meisten Schwierigkeiten machen. Ja. Und dann durch Entschlusskraft probiert man sich eben von diesen kleinen oder großen Hindernissen nicht vom Weg abbringen zu lassen. Man probiert nicht aufzugeben und am Ball zu bleiben und dann entweder tiefer, tiefer oder höher zu steigen, was diese Entwicklung oder Entfaltung angeht. Was dann, also in Bezug auf auf das Studium von diesem Weg, wie wir ihn üben, wie wir uns engagieren, genau. Und auch, wie wir das im Alltag anwenden, genau. Und wenn wir dann uns weitere Beispiele anschauen wollen, aus der Welt oder im Alltag, dann müssen wir nicht weit schauen. Wir können uns so erfolgreiche Unternehmer oder Unternehmerinnen vorstellen, die vielleicht mit einem ganz kleinen Geschäft angefangen haben und das nach und nach ausgeweitet haben, immer mehr Energie und Zeit und Kreativität da reingesteckt haben, bis es dann irgendwann zu einem globalen oder internationalen Unternehmen geworden ist. Vielleicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sagt man manchmal. Dann, wenn wir uns Profisportlerinnen nehmen als Beispiel, die haben genauso, also die waren zu irgendeinem Zeitpunkt genauso talentiert im Fußball oder Leichtathletik und so weiter. Genauso talentiert waren sie zu einem Zeitpunkt wie wir auch. Der einzige Unterschied ist, dass sie sich dann mit viel mehr Entschlusskraft und Wille, mit viel Zeit, Energie, Geduld auf diese Sachen konzentriert haben. Das ist der einzige Unterschied. Die Fähigkeiten oder die Möglichkeiten am Anfang waren bei uns beiden gleichermaßen vorhanden. Das Gleiche ist dann bei Profimusikerinnen oder Musikern. Da, wo manche das eben nur als Hobby machen, entscheiden sich oder beschließen andere, das voll und ganz zu meistern, diesen Bereich. Und das bedeutet dann auch, die Hindernisse zu überwinden, die es gibt, wenn man sich mit den Anfängerübungen auseinandersetzt. Das ist immer wiederholen, immer wieder Fingerübungen auf der Geige, auf dem Klavier oder beim Schlagzeug und so weiter. Oder beim Sport, bis die Abläufe sitzen wie eine Eins, bis man das wie im Schlaf kann. Und das wiederholte Üben, das ist dann wie ein Hauptteil davon, das ist der einzige Unterschied, dass man am Ball bleibt und weitermacht, nicht aufgibt. Das ist der einzige Unterschied wahrscheinlich auf lange Sicht, der dann eben den Meister von einem Hobby-Musiker oder Meditierenden unterscheidet. Genau, wenn wir jetzt also Meisterinnen oder Meister im Dharma oder Meditation werden wollen, muss man im Grunde die gleichen Prinzipien anwenden. Am Ball bleiben, immer wieder weitermachen und Hindernisse nicht davor zurückschrecken, sondern sie überwinden oder sich damit auseinandersetzen, bis man sie aufgelöst hat. Egal, wie lange das braucht, weil wenn man das Ziel sich vor Augen ruft und das ist einem wichtig, dann kann das einem auch die Quelle von Motivation sein. Dann hat der Buddha noch davon gesprochen, ich glaube, das kommt aber auch in den nächsten zwei Montagen eventuell nochmal deutlicher. Es gibt ja verschiedene Ziele auf dem spirituellen Weg, die man sich setzen kann. Der Buddha hat oft auch Fragen beantwortet, wo Leute fragen, wie kann ich ein tugendvolleres oder glücklicheres Leben hier und jetzt haben oder wie kann ich vielleicht in meinem nächsten Leben als Mensch wiedergeboren werden mit guten Lebensbedingungen. Die haben nicht das Interesse an Befreiung oder Erleuchtung, sondern die wollen erstmal nur so ein bisschen glücklicher oder zufriedener hier und jetzt und im nächsten Leben leben. Und denen hat dann der Buddha auch geraten, dass man bei der Übung von Tugend einmal vermeidet, die 10 unheilsamen Handlungen und die 10 heilsamen Handlungen übt. Die kann man entweder googeln oder die waren, glaube ich, auch in dem Einführungsvortrag auch mit drin. Das geht dann los mit nicht töten, nicht stehlen und so weiter und so fort, dass man also alles vermeidet, wo man Leid für andere oder für sich selber erzeugt und dann vielleicht die positiven Gegenstücke kultiviert. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit,
die der Buddha eben hauptsächlich auch gelehrt hat, für Interessierte, den Weg der vollkommenen Befreiung. Das heißt, wer wirklich aus diesem Leidenskreislauf von Wiedergeburt austreten möchte, kann sich auch dahingehend engagieren. Und der Unterschied ist dann, also da gibt es dann zwei Wege, jetzt mal ganz grob, das kommt dann, glaube ich, den nächsten Montag detaillierter, dass man sowas hat wie persönliche Befreiung, wo man sich selber oder seinen Geist so weit kultiviert, dass bis man Erleuchtung oder Nirvana oder Befreiung realisiert. Oder es gibt die Möglichkeit, auch sich selber vorzunehmen, wie ein Buddha den Geist zu verwirklichen. Und das braucht dann aber unvorstellbar länger an oder intensivere Übungen, wie das dann genauer in dem ersten Vortrag von diesem Kurs vorgestellt wurde. Aber egal, welchen Weg man sich verpflichtet oder egal, welchen Weg man gehen möchte, wir kommen nicht drum rum, uns in Entschlossenheit zu üben, um eben am Ball zu bleiben, um dann das zu verwirklichen, was wir uns vornehmen. Und wenn man aber sich Befreiung vornimmt, sei es jetzt persönlich oder Bruderschaft, das kann dann eben viele, viele, viele Leben benötigen. Der einzige Haken ist, wir wissen nicht so recht, wie viele Leben wir vielleicht schon vor uns haben. Also ich kann euch jetzt ehrlich versprechen, dass da irgendwie Tausende von Leben noch vor uns liegen oder ob es vielleicht doch sogar in diesem Leben noch klappt. Das stecken wir halt nicht drin. Aber auch da sollte man sich nicht von abbringen lassen, dass man jetzt denkt, so, oh, das dauert lange. Oder man sollte auch nicht zu gierig sein und denken, oh, das kriege ich ratzfatz hin. Man muss einfach realistisch schauen, wo man steht und macht einfach von da an weiter. Genau. So, und dann ist da eine Frage. Ich schaue mal kurz. Ja, dann da ist einmal die Frage, muss man sich entscheiden, Mönch oder Nonne zu werden, um tatsächlich Erleuchtung zu erlangen? Genau, weil ich hatte ja Beispiele gebracht, wird hier geschrieben, wo ich da davon gesprochen habe, manche Leute machen etwas als Hobby von der Intensität her und manche machen das wie professionell. Aber tatsächlich gab es auch zu Buddhas Zeiten und auch jetzt in den letzten Jahrhunderten, ich meine, es wird halt immer weniger, es gibt wohl immer weniger Personen, wo gesagt wird, oh, das war ein Erleuchteter oder das war ein Erleuchteter. Aber zur Zeit Buddhas gab es noch recht viele von denen, weil die ja eben von ihm Unterweisungen bekommen haben und Ratschläge bekommen haben. Aber von den Schülerinnen und Schülern des Buddhas, die Erleuchtung erlangt haben, gab es auch welche, die kein Mönch oder Nonne waren, sondern einfach nur sehr engagierte und sehr also mit viel Hingabe und mit viel Entschlusskraft und viel Tatkraft übende Laien waren, die Familie hatten, die hatten auch Partnerinnen oder Partner oder Kinder oder Beruf, aber die haben dann eben auch das, auch die kommen nicht drum herum, sich dann mit viel Zeit und mit viel Intensität dem Thema oder der Übung von Meditation zu widmen, da kommt man nicht drum rum. Die haben dann wahrscheinlich dann entweder die glücklichen Bedingungen gehabt, dass die quasi die Intensität der Übung, wie die Mönchen und Nonnen üben konnten, aber ich denke, andere dann zur Zeit des Buddhas und auch heutzutage, die dann vielleicht dann merken, oh, das wäre für mich was sehr Wichtiges, aber ich schaffe das in meinem momentanen Setting nicht, da kommt dann vielleicht die Überlegung, wie kann ich das denn schaffen? Dann muss man nicht Mönch oder Nonne werden, aber wenn man sich mit etwas intensiver befassen möchte, dann muss man gucken, dass man sich die Zeit oder die Möglichkeiten schafft und dann dieser ganze Weg von Mönchen oder Nonnen ist halt vom Buddha so geschaffen worden für Leute, die dann eben das sich als Hauptziel nehmen wollen oder zumindest diesen Weg so in den Mittelpunkt ihres Lebens rücken wollen, weil es dann eben einfacher ist, wenn man eben mehr Zeit, mehr Möglichkeiten und die nötige Unterstützung hat, sich diesen Sachen so zu widmen. Aber es ist nicht exklusiv für Mönche und Nonnen. Lustige Beibemerkung allerdings ist, dass von den Fällen, von denen überliefert wurde, dass das Laien waren, die Erleuchtung erlangt haben, sind entweder waren das Momente, wo die haben schon viel praktiziert im lebenden Leben, sind dann aber im Moment ihres Ablebens, im Moment des Todes, da kam große Einsicht, wo sie tatsächlich diesen letzten Durchbruch von Klarheit bekommen haben, wo dann eine Befreiung realisiert wurde. Entweder das, also beim Sterben, oder sie sind ungefähr eine Woche nach dieser Realisierung gestorben. Da war das auch wie so am Ende des Lebens. Oder weil dann die Befreiung, also diese Erfahrung von Befreiung dermaßen umwälzend war für ihren Geist, hat dann das Leben im Rahmen von Familie oder Beruf oder so nicht mehr wirklich Sinn gemacht
Das heißt, die haben dann kurze Zeit nach dieser Befreiungserfahrung dann trotzdem ordiniert, weil sie dann, ja, das ist wie ein natürlicher, wahrscheinlich wie eine natürliche Entwicklung, wenn man Befreiung realisiert hat, dass man dann einfach seinen Geist oder seine Energie nicht mehr in diese weltlichen Angelegenheiten stecken möchte. Das ist nicht mehr da, diese Motivation oder Absicht. Das heißt nicht, dass man sich nicht mehr um Sachen kümmert. Die vielen Mönche und Nonnen oder erleuchteten Schülerinnen und Schüler des Buddhas haben ja auch ganz viel dann anderen Menschen geholfen, diesen Weg weiter zu finden oder weiter zu vertiefen. Ja, aber das nur so nebenbei. Und ja, und dann noch die Frage, woran erkennt man, dass jemand vollkommene Erleuchtung erreicht hat? Da gibt es, meine ich, so eine Liste an Aspekten, die man in einem Lehrer oder Lehrerin erkennen kann. Aber natürlich ist das Problem, wenn wir selber diese Aspekte noch nicht wirklich durchdrungen haben oder verstehen oder selber vielleicht Probleme mit manchen von diesen Aspekten haben, dann können wir die auch nicht wirklich erkennen. Ich glaube, gab es nicht mal so ein Beispiel, wo man sagt, wenn so Ureinwohner irgendwie ein ganz modernes Schiff am Horizont sehen würden und die haben sowas noch nie gesehen, vermutet man, der Geist könnte das einfach nicht, der könnte das noch nicht mal wahrnehmen. Das ist wie so dermaßen außerhalb jeglicher Erfahrung, dass man das einfach nicht als was Besonderes oder einfach nicht wahrnehmen kann. Und es kann also auch gut sein, dass viele Erleuchtete oder ja vielleicht dermaßen extrem normal sind, dass wir das gar nicht als was Besonderes oder Erleuchtetes wahrnehmen können. Das kann auch sein. Aber das ist ein großes Thema. Da können wir mal gucken, ob das bei einem anderen Punkt mal mit reinpasst oder vielleicht in einem späteren Kurs, dass man schauen kann, dass man sich mal mit den Kennzeichen des Buddhas auseinandersetzt. Wie erkennt man einen Buddha? Was ist ein Buddha und so? Ja, das kann man vielleicht mal machen. Was ist der Buddha und was ist seine Funktion und so weiter? Was ist der Dharma? Was ist der Sangha? Diese drei Juwelen, von denen man oft spricht. Vielleicht können wir das dann in zukünftigen Kursen dann benutzen als Thema. Genau. So, also egal welchen Weg wir uns vornehmen, ist es immer wichtig, Entschlusskraft und Ausdauer mit anzuwenden. Dann die drei Haupthindernisse, von denen wir hier sprechen, sind Faulheit, Angst und Zweifel. Es gibt allerdings bei Hindernissen auf dem Weg der Befreiung viele Listen, wo dann die einen oder anderen Qualitäten mehrmals auftauchen. Also heute haben wir jetzt hier also die drei Haupthindernisse namens Faulheit, Angst und Zweifel. Bei Faulheit denkt man, der Weg ist vielleicht zu anstrengend, das verlangt viel von mir ab. Und Faulheit lockt dann vielleicht mit anderen alternativen Kompensationen oder Befriedigungen. Na, es gibt auch angenehmere Dinge oder wir haben genug meditiert, das reicht jetzt erstmal für dieses Leben, dann machen wir andere Sachen. Oder die Übung kommt einem zu anstrengend vor. Dann Angst kann sein, dass der Weg einem Angst macht im Sinne von, man verlässt seine Komfortzone, man begibt sich vielleicht in neues Terrain oder man hat vielleicht schon so das Gefühl, dass da vielleicht auch, dass es unangenehm sein mag, sich mit zum Beispiel eigenen destruktiven Gedanken oder Gewohnheiten auseinanderzusetzen. Weil wenn wir die auflösen wollen, müssen wir uns auch mit ihnen auseinandersetzen. Aber das ist manchmal unangenehm, überhaupt erstmal hinzuschauen, wo man sich selber oder anderen Menschen vielleicht Schwierigkeiten macht. Und das kann Leute auch davon abbringen, dass sie sagen, ja, das ist mir ein bisschen zu intensiv oder da habe ich Sorge oder das möchte ich nicht. Oder Zweifel wird oft bezeichnet als Zweifel bezüglich dem Buddha, dass man also zum Beispiel, das kann auch schon fortgeschrittenen Meditierenden oder Buddhisten passieren, dass sie plötzlich kommt sowas, dann blubbert der Zweifel in einem auf und man denkt, ist der Buddha eigentlich wirklich so ein Erleuchteter gewesen oder war das einfach nur ein schlauer, weiser Mensch, der so ein paar geistige Konzepte ausgebreitet hat, aber wirklich viel dahinter steckt eigentlich nicht? Kann das vielleicht sein? Oder bringt das wirklich was? Oder stimmt das, dass wirklich auch ich das in mir trage, so das Potenzial von Befreiung? Und das, was der Buddha gelehrt hat mit Dharma und sowas, klappt das wirklich? Hat das alles Hand und Fuß? Gibt es überhaupt eine Wiedergeburt? Gibt es überhaupt sowas wie Karma oder dass meine Handlungen wirklich Resultate mit sich bringen, dass das wie Konsequenzen hat oder ist das alles nur ein Geschwafel gewesen, was irgendwie Leute viel zu ernst nehmen? So Zweifel können aufkommen. Oder man denkt, hilft das wirklich zu meditieren? Bringt das wirklich was? Kann ich das? Schaffe ich das? Oder ist das nur so ganz besonderen Individuen irgendwie
ja, reserviert oder exklusiv für die. Und bei all diesen drei kann man eben dann, wenn man denen zu viel Raum gibt, dann denken, oh, ich gebe lieber auf. Und die werden immer wieder mal aufkommen, vielleicht mal mehr, mal weniger intensiv. Und deswegen ist es wichtig, dann zu schauen, dass man sich mit denen, also dass man sich denen mit unerschütterlicher Entschlossenheit entgegenstellt. Nicht mit Unterdrückung, aber dass man einfach auch nicht nach hinten weicht. Genau. Ups. So, dann das Thema regelmäßige Übung. Es ist wichtig, sagt Vic Woolley, dass man sich nicht ständig nur auf diese sehr noblen, weit entfernten Ziele fokussiert, wie Erleuchtung. Diese brauchen wir. Oder wenn man sich das setzt, dann ist es in Ordnung. Dann ist es wie der grobe Kompass. Aber die Übung muss im Alltag hier und jetzt stattfinden. Wenn wir also nur an diese erhabenen Ziele denken, dann kann es auch sein, dass man irgendwann die Hoffnung verliert, weil man denkt, boah, mein Alltag ist aber so überhaupt nicht nobel und überhaupt nicht erleuchtet. Aber ich will doch in diese Richtung gehen. Man muss also das verknüpfen. Man muss im Alltag die Schritte machen, die dann in Richtung dieses Weges führen. Und dann, also in allen buddhistischen Traditionen hört man, dass dann regelmäßige, am besten tägliche Übungen große Bedeutung hat. Vic Woolley hat dann so eine kleine Übersicht gemacht, was also auch in fast allen buddhistischen Traditionen in ähnlicher Weise vorkommt. Dass man sich vielleicht jeden Tag am Morgen vielleicht oder am Abend oder vielleicht sogar morgen und abends, muss man dann gucken, was man eher braucht, ob man den Tag damit beginnen mag oder beenden mag oder eben sogar beides machen mag, dass man schaut, dass man vielleicht einmal am Tag die buddhistische Zufluchtnahme oder die 5 Achtsamkeitsübungen rezitiert oder vorliest. Also wenn jemand von euch schon Zuflucht genommen hat, das ist dieser bewusste Entschluss, dass man sagt, ich nehme den Buddha als meinen Lehrer oder Vorbild. Den Dharma oder den Weg der Befreiung, den möchte ich wirklich kultivieren und ich möchte in die Fußstapfen von diesen, von der Gemeinschaft der erleuchteten Schülerinnen und Schüler des Buddhas treten oder denen folgen. Und dieser Entschluss ist meistens sowas wie so eine Zeremonie, wo man sagt, das ist vielleicht, kann man vielleicht mit so christlichem Glaubensbekenntnis, wo man sagt, ich entschließe mich dazu. Das ist dann vielleicht das nicht das buddhistische Glaubensbekenntnis, sondern das buddhistische Entschlussbekenntnis oder sowas. Ich möchte mich dazu entschließen, diesen Weg so zu gehen. Und das hängt meistens immer damit zusammen, dass man dann die 5 Achtsamkeitsübungen mit aufnimmt und sagt, im Alltag probiere ich nicht zu töten, nicht zu stehlen und so weiter. Und das kann man auch täglich sich vorlesen und einfach sich immer wieder dessen besinnen und das verinnerlichen. Und dann sagt Vic Woolley, man kann auch schauen, ob man vielleicht dahinzu noch den ein oder anderen buddhistischen Text einmal am Tag liest, wie die Lehrrede von der liebenden Güte zum Beispiel. Die ist nicht sehr lang, aber erinnert einen immer wieder an die Sachen, die man im Alltag üben kann. Damit kann man zum Beispiel anfangen am Morgen. Danach kann man schauen, ob man eine kleine Meditation tut, das heißt dann 5 Minuten, 10 Minuten. Da kann man, dann kann und sollte man schauen einmal, wie man überhaupt das kann mit der Meditation und man sollte auch schauen, wie man das zeitlich schafft. Und dann am Ende teilen wir immer die Verdienste und denken, möge das einmal uns selber helfen in unserem Leben und auch bei der Verwirklichung unserer Ziele, die wir uns vorgenommen haben. Und möge das aber auch allen Lebewesen helfen. Und hier ist dann eben wichtig, dass man schaut, Regelmäßigkeit bringt viel Kraft mit sich. Regelmäßigkeit schaffen wir aber auch nur, wenn wir uns wirklich was vornehmen, was wir auch regelmäßig schaffen. Das hat zwar hier, wir haben ja jetzt viel davon gesprochen, wir wollen Entschlusskraft auch ausweiten und langsam stärken, unsere Möglichkeit, unseren Geist zu kultivieren. Das soll langsam ausweiten und sich vertiefen und so. Aber wenn wir etwas regelmäßig und täglich tun wollen, dann schaut man wirklich erstmal, was wir schaffen. Weil da ist wichtiger, dass wir schauen, regelmäßig und mit Qualität zu üben, anstatt uns nur auf die Menge zu konzentrieren. Weil dann an der Menge kann man auch zerbrechen. Da spreche ich sehr viel aus Erfahrung. Da bin ich eher so jemand, der immer schnell ganz viel auf einmal machen will, aber dann hält man das vielleicht für eine Woche oder zwei und dann bricht das zusammen und dann ist man enttäuscht und dann will man vielleicht alles hinschmeißen, aber dann hat gar niemand was davon. Das heißt, wenn man lieber wirklich wenig übt, aber mit Qualität oder mit, dass man wirklich dabei ist und das mit Freude tut, dann ist es auf Dauer auch gesehen viel kraftvoller. Und wenn man dann in den schwierigen Momenten noch daran denkt,
weshalb man diesen Weg überhaupt geht und auch ein bisschen nur darüber kontempliert, dass es A, möglich ist und B, welche, man kann sagen, welche Vorteile da oder Früchte wir da ernten können, dann kann das auch wie eine Quelle unserer Motivation sein für den ganzen Weg, dass man am Ball bleibt. Und selbst wenn dann dieses Morgens- und Abendsritual mit Zufluchtnahme, vielleicht 5 Achtsamkeitsübungen und Co., kurze Meditation und ein Teil der Verdienste, wenn das insgesamt 10 Minuten sind am Morgen oder 20 oder wegen mir 30, und wenn jemand das schafft für eine Stunde, ist auch in Ordnung, aber das Regelmäßige, das ist das, wo Geshe Lobsang Tsewang, ein tibetisch-buddhistischer Mönch aus Ladakh, der jetzt im November bei uns einen Wochenendkurs halten wird, da freuen wir uns sehr drüber, dass er hier ist, der hat auch gesagt, manchmal, wenn man diese tägliche Praxis sich vornimmt, das kann wenig sein am Tag, wirklich wenig, aber wenn man das dann täglich übt, dann kann man manchmal nach mehreren Jahren plötzlich erst merken, wow, was hat das für eine Wirkung? Weil das eben sich akkumuliert oder weil das so eine Beständigkeit in unserem Geist gibt, die nährt Qualitäten in unserem Geist, die wir erst nach langer Zeit bemerken, dass die überhaupt da sind oder dass die uns helfen. Da brauchen wir also dann die Geduld und den sehr langen Atem dafür. Genau. Und dann werden auch so Momente kommen, wo dann vielleicht, wenn man was sich täglich vornimmt, dass man sagt, heute steht eigentlich noch an, dass ich mir vorgenommen hatte, meine insgesamt vielleicht 20 Minuten Abend, das kleine Abendritual zu haben. Aber da kommt meine Lieblingsserie im Fernsehen und so. Oder ich bin eingeladen bei den Nachbarn zum Grillen oder was weiß ich. Und dann sowas wird dann auch kommen, dass man da Momente hat, wo man schauen muss, oh, ich glaube, das schaffe ich heute nicht. Aber meistens gibt es immer einen Weg, dass man das schafft. Und darum geht es ja auch bei dieser Übung. Wenn man sich das täglich vornimmt, dann sollte das auch den entsprechenden Schwerpunkt haben in unserem Alltag oder in unserem Geist. Und dann, ja, das ist das, womit man sich dann auseinandersetzt. Weil da geht es dann los. Dann sagt dann der Geist, na komm, wenn wir dann doch zum Grillen gehen, dann geht es dir doch auch gut. Das bist du dann ganz entspannt und ausgeglichen. Das ist doch fast genauso, wie wenn du meditieren würdest oder so. Und dann, wenn wir das dann wieder vergleichen, diese ganze Sache mit den Geschäftsfrauen, den Profisportlern und Musikerinnen, Meisterinnen und Meistern, alles im Grunde die gleiche Schiene. Wir können alles Mögliche erreichen oder verwirklichen, aber wir müssen am Ball bleiben und mit kleinen Dingen beständig aufbauen. Und dann werden wir auch definitiv an das Ziel oder an die Ziele kommen, die wir uns gesteckt haben. Nur wir dürfen uns eben nicht was vormachen, dass das irgendwie ganz, ganz schnell funktioniert. Am besten keine Erwartung haben, wie lange das braucht. Einfach weitermachen, bis man es geschafft hat. Genau. Und damit sind wir dann am Ende, was den theoretischen Teil angeht. Und die Meditation zum Thema, das kommt dann die nächsten Montage, dass man da nochmal sagen kann, worum es geht. Aber wie immer kann man ja über all diese Themen auch reflektierend oder kontemplierend meditieren. Genau. Okay, dann haben wir wieder so knappe 20 Minuten Meditation gemeinsam. Schauen wieder, dass wir aufrecht und entspannt sitzen. Hände legen wir im Schoß oder auf den Oberschenkeln ab. Fühlen für ein paar Momente den Boden, wo wir drauf sitzen, die Unterlage, den Stuhl. Die Schultern nochmal nach oben anziehen, nach hinten abrollen und sinken lassen, dass die Brust ein bisschen leicht geöffnet ist. Kinn kann man ganz leicht anziehen, Zunge liegt am Gaumen. Augen kann man leicht schließen oder ganz schließen, wie man mag. Blick kann man immer so ein bisschen der Nase entlang nach unten gerichtet haben. Wir fühlen unseren Körper, wie wir hier sitzen, als Ganzes oder wo die Aufmerksamkeit hinwandert, das ist in Ordnung. Solange wir mit unserer Aufmerksamkeit auf den Körper gefühlt sind, sei es der ganze Körper oder bestimmte Körperregion oder Verspannung auch, das ist in Ordnung, dann fühlen wir den Körper. Und wo Verspannungen sind oder Anspannungen, können wir beim Ausatmen diese locker lassen.
Wir müssen nicht bewegen oder irgendwas tun. Wir müssen auch nicht tief oder besonders atmen. Die Absicht alleine reicht, den Körper zu entspannen. Den Atem lassen wir kommen und gehen, so wie der Körper das gerade braucht. Und wann immer unsere Gedanken abschweifen, bringen wir sie zurück zu unserem Körpergefühl. Das Körpergefühl ist wie der Anker für die Meditation. Und wenn wir stabil mit unserem Körpergefühl verbunden sind, dann können wir dazu nehmen, dass wir unseren Körper nicht nur fühlen, sondern entspannen. Wir fühlen unseren Körper und wir entspannen unseren Körper.
Und wann immer unsere Gedanken wieder abgeschweift sind, bemerken wir das und kommen einfach zu unserem Körpergefühl. Fühlen unseren Körper und entspannen unseren Körper.
Dann fühlen wir noch einmal unseren Körper, wo er hier gerade sitzt. Unser Körper den Boden berührt. Atmen dreimal entspannt tief und ein, tief ein und aus. Und für ein paar Momente kann jeder denken, wie wir die Verdienste widmen an diesem Abend. Möge das, was wir heute gelernt oder geübt haben, einmal uns selber helfen bei der Verwirklichung von unseren Zielen. Möge das aber auch gleichzeitig allen Lebewesen helfen, frei von Leiden zu sein. Okay, dann können wir zum Abschluss wieder die Hände fest zusammenhalten, dass sie ganz warm sind. Das Gesicht ein bisschen wärmen oder massieren. Das gleiche nochmal. Dann massieren wir den Nacken. Man kann auch die Schultern massieren, wenn man mag. Wir können ein bisschen durch die Haare kämmen und die Kopfhaut feste massieren. Und dann uns langsam strecken oder bewegen, ein bisschen dehnen. Und dann sind wir am Ende für heute. Und nächste Woche geht es dann also montags gerade nochmal mit diesem Thema weiter, nur mit anderen Schwerpunkten und nochmal ein bisschen mehr im Detail. Und bis dahin wünsche ich euch wieder eine gute Woche. Voraussichtlich morgen oder Mittwoch kommt dann die schriftliche Ausarbeitung und wieder das, dann kann man auch wieder auf YouTube das Video nochmal im Nachhinein schauen, wenn man was vergessen hat oder so. Dann habt eine gute Woche, alles Gute euch. Und bis nächsten Montag.